Oh, meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Oh, ist das nicht schön? Oh, die Luft ist so schön. So, so angenehm. Oh, die Welt kann so toll sein. Es ist unfassbar. Wirklich. Aber man muss sich halt aus diesem dreckigen Lügensystem abkoppeln. Es geht echt nicht anders. Ich zeige euch gleich wieder ein paar Videos. Das ist echt brutal. Aber jetzt wartet erstmal mein tolles Frühstück auf mich. Und ich freue mich. Und ich melde mich später auf jeden Fall. Könnt mir gerne ein paar Fragen reinschreiben. Und dann erstmal bis später. So, meine Freunde, ich musste natürlich nochmal einen Nachschub holen. Omelette mit Cheese. Ich mag ja gerne Cheese und Zicken. Meine griechischen Freunde wissen, was ich meine. Ja, die sind so nett, die Menschen hier. Das ist unfassbar. Also in Dubai auch, aber halt hier anders irgendwie. So. Aber es ist einfach so schön, wie Menschen einfach nett sein können. Ne? Also das ja, kennt man ja in manchen Ländern gar nicht. Einfach so, dass man so nett spricht und dass man aufmerksam ist und so, ist echt krass. So, bis später. Ja, meine Freunde, guckt euch mal an, wie krass voll das ist. Und meine Basketball-Coaches haben damals immer gesagt, nie Fehler zweimal machen. Letztes Jahr standen wir hier mit drei Kids, die sich die ganze Zeit prügeln und schreien und lachen und toben und rumlaufen. Und wir mussten zu Fuß mit 9 Koffern da auf die Fähre. Mit 9 Koffern, mit 3 Kids bei 40 Grad und haben hier gewartet. Und diesmal wieder über eine Stunde Verspätung, wie immer, ist ja klar. Guck mal, wie voll das hier ist. Und was haben wir gemacht? Wir haben natürlich was Schlaueres gemacht diesmal, weil man einen Fehler nicht zweimal macht. Und zwar haben wir so einen schönen Van gemietet, sitzen da jetzt entspannt mit Klimaanlage, fahren aufs Schiff rauf, müssen die Koffer nicht transportieren, gar nichts. Ihr wisst noch, letztes Jahr, vielleicht reposte ich das nochmal, wie fertig ich war nach der Reise. Also das war echt krass. Ja, Fehler nie zweimal machen und so, meine Freunde, ein kleiner Zwischenstopp in Bali. Also nicht das Bali, sondern Bali auf Kreta. Und ja, wir haben noch ungefähr 95 Kilometer zu fahren, aber wir müssen jetzt erstmal einen Zwischenstopp machen. Aber wenn ich das vergleiche jetzt mit dem Wagen hier, Gepäck drin, mussten wir nichts auspacken. Im Vergleich zum letzten Jahr ist echt viel, viel besser. Richtig krass. Jetzt kurz was essen und dann bis später. Ich muss euch auf jeden Fall später was erzählen. Ihr werdet es nicht glauben. So, heftig angekommen. Boah, jetzt bin ich aber fertig. Heftig, heftig. Mal gucken, wie ist der Blick? Wie ist das Hotel? Sehr schön. Oh, da vorne ist das Meer. Es war echt ein langer Tag. Alles verspätet gewesen, Fähre verspätet, alles verspätet. Oh, hallo. So, wir sehen uns und hören uns morgen. Schlaf gut. Dann richtig übrigens, weil einiges, was ich da euch zeigen möchte, ist richtig, richtig krass. Aber dazu morgen mehr. Guck mal. Oh, ich glaube, ich schlafe mit offenem Balkon heute, weil das Meer hört sich so schön an. Oh, die Luft. Also, schlaf gut.